Hallo, ich bin Ellen und heute lernen wir ein Lied zusammen, ein A cappella-Lied. Das bedeutet, dass man überhaupt keine Instrumente braucht, nur die Stimme, die natürliche Instrument, die wir alle schon im Körper haben. In meinem normalen Leben leite ich ein paar Chöre und auch Gesangsworkshops, aber leider wie alle sitze ich einfach zu Hause gerade und kann nur mit mir selbst singen. Und deshalb mache ich dieses Video heute, um euch ein Lied beizubringen. Das Lied kommt aus Südostafrika. Die Sprache ist Swahili-Sprache. Und wir werden vier unterschiedliche Stimmen lernen und zusammenbringen, um Harmonie aufzubauen. Deshalb brauchst du, wenn möglich, deine Eltern oder Geschwister oder vielleicht einfach deine Haustiere, wenn es niemand anders gibt, um mitzumachen. Also holt sie gerne und wir fangen erstmal mit einem Warm-up an. Wenn wir singen, ist es ganz wichtig, dass die ganze Körper und Stimme total locker und entspannt ist, dass wir überhaupt keine Spannung hier behalten, weil es tut gar nicht gut. Es tut weh nach einer Weile und es ist gar nicht nachhaltig. Deshalb fangen wir mit ein paar Schulterkreise an, in beide Richtungen. Und dann bringen wir die Schulter ganz hoch und wir lassen sie los. Nochmal hoch und loslassen. Und dazu können wir auch ein paar so Halbkreise machen mit den Nacken. Einfach Aufmerksamkeit auf die Körper zu bringen. Super. Okay, jetzt kommen wir zu dem Gesicht. Wir machen so eine kleine Gesichtsmassage. Es ist ganz wichtig, dass alles richtig locker in Kiefer ist, ja? Dass wir hier überhaupt keine Spannung behalten. Ich hoffe, dass du heute schon deine Hände gewaschen hast, bevor du dein Gesicht anfasst. Ja, ganz wichtig, dass alle die Muskeln so voll wach sind. Bereit sind, benutzt zu werden. Und sehr gut. Jetzt können wir so kauen und dazu ein bisschen summen. Es fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen blöd an oder vielleicht ein bisschen peinlich, aber das ist total egal, wie es aussieht oder wie es klingt. Okay, es geht einfach um Entspannung und aufwärmen und ich kann dich sowieso gar nicht sehen. Also deshalb mache gerne mit. Dann versuche so ganz hoch zu singen, wie du kannst und ganz tief auch, sorry, zu summen. Kommen dann zu den Lippen. Und jetzt richtig große Gesichter. Ein ganz klein. Und wieder ganz groß. Und ganz klein. Okay, hoffentlich fühlen wir so ein bisschen entspannter jetzt. Irgendwie bereit, anfangen zu singen. Also, ich singe erstmal was vor und du singst es dann zurück, okay? Wir fangen mit einem I-Geräusch an. Guck mal. Zusammen. Hör mal zu. Zusammen. Hör mal zu.
zusammen. Ich. Zusammen. Sehr gut. Und jetzt von ganz hoch bis ganz tief mit einem I-Geräusch. Guck mal. Wir versuchen alle unsere Atmung zu benutzen, bis es wirklich gar nichts mehr gibt. Okay? Nochmal. Richtig tief. Nice. Wenn wir singen, ist es auch ganz wichtig, dass wir die Atmen benutzen, um uns zu unterstützen. Deshalb wollen wir nicht so atmen, aber rein im Bauch. Ja, ganz tief im Bauch. Wir probieren es aus. Einatmen. Ausatmen. So gar nicht in die Schultern. Nochmal. Jetzt, wir einatmen. Wir atmen ein und dann aus mit einem Sch-Geräusch. So lang wie wir können, okay? Bis wir alle unsere Atmen benutzt haben. Okay, und. Sehr gut. Super, okay, jetzt fangen wir unser Lied an. Los. Okay, das Lied heißt Zoeli Mama. Es ist die Swahili-Sprache. Habt ihr schon was von der Swahili-Sprache gehört? Also wisst ihr, woher es kommt? Oder in welche Länder sie es sprechen? Eigentlich sprechen sie Swahili in ganz unterschiedliche Länder. In Südostafrika, also in Mosambik, in Uganda, in Sambia, in Kongo. Und Zoeli Mama bedeutet Mutterschaft. Wir sagen das zusammen. Zoeli Mama. Nochmal. Zoeli Mama. Super. Okay, und es gibt 4 Stimmen. Also wir lernen einfach alle die Stimmen und dann kannst du entscheiden, welche Stimme du singen willst. Also es ist einfach wichtig, dass du Spaß hast dabei. Also dass du keinen Druck machst, einfach alles richtig direkt hinzubekommen. Und als gesagt, du kannst dann einfach entscheiden, welches Lied dich so am besten passt. Okay, die Bassstimme geht folgendermaßen. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama, Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Und es wiederholt sich einfach. Das war's. Also ich singe die erste Teil vor und du singst es dann zurück. Zoeli, es geht so. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Zusammen. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Die zweite Teil. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Zusammen. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Von vorne. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Wir wiederholen es. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Nochmal. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Zoeli Mama, Zoeli Weli Mama. Voll schön. Okay, die zweite Stimme, der Tenorstimme, geht so. Zoeli Mama, 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 Zoeli Mama. Also richtig easy. Die erste Teil geht so, guck mal meine Hände. Zoeli Mama, Zoeli Mama. Mit 2 unterschiedliche Tonen zusammen und Zoeli Mama, Zoeli Mama. Die zweite Teil geht so Zoeli Mama, Zoeli Mama. Ganz ähnlich wie die erste, aber wir gehen einfach noch einen Ton tiefer. Diese zweite Teil zusammen Zoeli Mama, Zoeli Mama.
Von vorne. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Nochmal. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Einmal. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Sehr gut. Jetzt haben wir noch die Alto-Stimme dazu, noch ein bisschen Hur, aber ganz ähnlich wie der Tenor. Und es geht. Die Alto geht so. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. So, die erste Teil, guck mal, meine Hände. Sueli Mama, Sueli Mama. Zusammen. Sueli Mama, Sueli Mama. Diese zweite Teil geht so. Sueli Mama, Sueli Mama. Zusammen. Sueli Mama, Sueli Mama. Von vorne. Du kannst immer meine Hände folgen, wenn es einfacher macht. Einfach zu merken, wenn man hoch singt und wenn man tief singt. So, hier fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 1. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Nochmal. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Sehr gut. Und jetzt gibt es noch die vierte Stimme. Die letzte Stimme. Und dann bringen wir sie alle zusammen. Und du kannst einfach entscheiden, welche du singen willst. Also, die letzte Stimme ist viel höher. Also, für mich ist es ein bisschen schwierig. Ich kann nicht so gut hoch singen. Aber ich probiere es aus. Für euch. Also. Die Worte sind jetzt Mama, yeah. Das können wir alle verstehen, denke ich. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Okay, ganz hoch. Hier ist es. 1, 2, 3, 4. Mama, yeah. 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 Also wir springen ziemlich viel zwischen die hohen Tonen und die tiefen Tonen. Aber wenn du meine... Wenn du meine Hände folgen kannst, ist alles hoffentlich klar. Also es ist viel länger als die anderen Stimmen. Ja? Also guck mal, die erste Teil geht so. Hör mal zu. Und. Mama, ja. Mama, ja. Mama, ja. Mama, ja. Zusammen. Mama, ja. Mama, ja. Mama, ja, Mama, ja. Und dann bleiben wir da, wir behalten diesen Ton. Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja. Und gehen wieder hoch, ganz am Ende. Okay, wir probieren das von vorne. Und ja, folge einfach meine Hände gerne. 1, 2, 3, 4. Mama, ja, Mama, ja. Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja. Okay, das war dann alle vier Stimmen. Also, du kannst jetzt vielleicht überlegen, welche, was dir am besten gefallen hat. Diese deutsche Sprache. Okay, ich kriege es hin. Genau, welche dir am besten gefallen hat. Und jetzt singen wir alle vier Stimmen zusammen. Seid ihr bereit? Hier ist Sueli Mama. Alle vier Stimmen zusammen. Erst fängt der Bass an, dann kommt Tenor dazu, danach kommt Alto dazu und als letztes kommt Soprano dazu. Okay? Wähl einfach eine Stimme oder mach einfach gerne alle mit und mache sicher, dass deine Eltern und Familie, Geschwister, Haustiere noch dabei sind, um mitzusingen. Los!
Viel Spaß. Sueli Mama, Sueli Weli Mama, Sueli Mama, Sueli Weli Mama, Sueli Mama, Sueli Weli Mama. Hier kommt Tanner. Sueli Mama, Sueli Mama, Sueli Mama, Sueli Mama, Sueli Mama, Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Ein Alto. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Sueli Mama, Sueli Mama. Soprano. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Sueli mama, 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 sueli mama. Sueli Mama, 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 Sueli Mama. Sehr schön. Jetzt kannst du es. Jetzt kannst du es einfach die ganze Zeit zu Hause singen. Mit deinen Eltern, mit deiner Familie. Vielleicht kannst du es deine Freunde online beibringen. Ja, das war's, Sueli Mama. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.